Katholisch 1TV heute unter anderem mit diesen Themen. Ostern, die Feier der Auferstehung Christi, ist auch das Fest der Hoffnung. Lob und Tadel, Bischof Meier vermittelt Aufbruchstimmung bei der Krisamesse. Und auf dem Kalvarienberg mitten in Sonthofen, Gedanken zum Osterfest auf dem sogenannten Schönenbichl. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen frohe Ostern. Es ist das höchste Fest der Christenheit, denn es geht um nichts weniger als den Kern des Glaubens. Der Glaube an die Auferstehung nach dem Tod gibt Hoffnung für das ganze Leben. Und Hoffnung ist das, was wir alle gerade wirklich nötig haben. Wir berichten von der Osternacht im Augsburger Dom. Eine Osternacht, die keine Nacht ist. Fahles Dämmerlicht herrscht vor dem Augsburger Dom. Nur eine kleine Gruppe von Priestern darf sich um den Bischof versammeln. Corona hat unser Leben auch zu Ostern noch fest im Griff. Und trotzdem, es ist die Feier der Auferstehung, die Botschaft bleibt. Und deshalb wird auch und erst recht in diesem Jahr die Osterkerze wieder am Feuer entzündet. Dieses Licht wird in die dunkle Kirche getragen und weitergegeben. Es erhellt die Dunkelheit. Lumen Christi, das Licht Christi. Erwartung liegt zu Ostern in der Luft. Stille und Dunkelheit werden weggewischt im großen Moment des Gloria. Das Licht löscht die Dunkelheit aus. Gloria in excelsis Deo. Bischof Bertram Meier spricht in seiner Predigt über die Ängste der drei Frauen am Grab Jesu und skizziert die Sorgen der Menschen von heute. So viele Bilder der letzten Wochen und Monate sind und waren Passionsbilder. Und diese Bilder von Leid und Schmerz, sie gingen mir zu Herzen und nicht nur mir. Sie haben viele von uns erschüttert. Dramatische Bilder von überfüllten Intensivstationen. Da geht die Welle von Spanien über Tschechien nach Polen. Auch wir sind wieder bedroht, wenn Ärzte und Pfleger um das Leben ihrer Patienten kämpfen, rund um die Uhr. Und ich denke immer noch an die Bilder von Militärfahrzeugen in Italien, die vor einem Jahr Särge abtransportieren, und von Gabelstaplern, die in New York Tote in Kühllaster heben mussten. Es sind so viele Passionsbilder, die wir gesehen haben und die uns betroffen machen müssen. In dieser Not und Bedrückung ist die Feier der Auferstehung das Symbol für den Sieg des Lebens über den Tod. Und deswegen ist Ostern die Zeit der Hoffnung. Keine Gottesdienstabsage, keine Kontaktbeschränkung, keine Ausgangssperre, wir werden sicherlich spätestens 9:30 Uhr fertig, da kommen Sie noch gut nach Hause. Nichts konnte es verhindern, dass wir die Osterkerze angezündet und ihr Licht verbreitet haben. Liebe Schwestern und Brüder, es ist Ostern, so lasst uns nun Ostern feiern. Trotzig und frech in diesem Jahr, in Corona-Zeiten. Und vor allem mit großer Zuversicht das Leben begrüßen, das stärker ist als der Tod. Christus ist auferstanden. Halleluja! Auch das Taufwasser, das Bischof Bertram Meier in dieser Nacht weiht, steht symbolisch für das Leben. Mit dem Taufwasser segnet der Bischof anschließend die Gläubigen, die hier ihr Taufversprechen erneuern. Es war die Feier einer Osternacht, die uns allen vielleicht länger im Gedächtnis bleiben wird als viele andere Feiern. Und doch bleibt die zentrale Aussage zu Ostern eine Botschaft der Hoffnung, die sich an alle Menschen richtet, die daran glauben, mit der Gewissheit ihres Herzens. Die Aufzeichnung der Ostermesse vom heutigen Ostersonntag finden Sie übrigens auf unserer Homepage katholisch1.tv. Das gilt auch für alle anderen großen Gottesdienste der Karwoche im Augsburger Dom. Außerdem haben wir eine Zusammenfassung der Karwoche für Sie vorbereitet, beginnend mit dem Palmsonntag. Die Zweige und Sträuße sind das Symbol des Palmsonntags. Freude herrschte damals, als Jesus nach Jerusalem einzog, der große Hoffnungsträger, dem die Menschenmenge zujubelte. Mit ihm sollte alles besser werden. Noch ahnte keiner, was kommen würde. Bis heute erinnern die Gläubigen daran, wie hier im Augsburger Dom, normalerweise in einer feierlichen Prozession mit der ganzen Gemeinde. Wegen der Pandemie war dies nicht erlaubt. Die Palmbuschen wurden daher auch am Platz gesegnet.
Am Gründonnerstag beginnt der Leidensweg Jesu. Von Judas verraten, wusste Jesus, was auf ihn zukommen würde und feierte am Vorabend seines Todes mit den 12 Aposteln das letzte Abendmahl. Aus heutiger Sicht war es die allererste Eucharistiefeier. Auch tatsächlich mit Jesus dann in die Stille zu gehen, in diesen Abend, an dem er die Angst durchlitten hat vor dem Kreuzestod, das ist schon etwas sehr Eindrückliches von der besonderen Feier der Eucharistie, die ja auch diese 3 Tage eröffnet, Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern, dann hineinzugehen in diese stille, angstvolle Nacht. Und es ist ein Zeichen von Solidarität, wenn ich da stillhalte mit all denen, die Angst haben, die ihre Nöte leiden. Und das sind sicher dieses Jahr nicht wenige. Die traditionelle Fußwaschung, die der Priester nach dem Vorbild Jesu sonst vollzieht, durfte in diesem Jahr nicht stattfinden. Am Gründonnerstag läuten zum letzten Mal die Glocken, dann wird es still in den Kirchen. Der Karfreitag, Tag der Trauer und der Stille. Der Tag, an dem sich das Schriftwort erfüllt und Jesus gekreuzigt wird, nachdem er stundenlang gedemütigt und gefoltert wurde. Um 15 Uhr zur überlieferten Todesstunde beginnt die Karfreitagsliturgie in den Kirchen und die Gläubigen hören die Passion in voller Länge. Das Kreuz, zu dessen Verehrung die Gläubigen nach vorne kommen, war während der Fastenzeit verhüllt. Jetzt ist der Gekreuzigte sichtbar und das ist gut so, dass die Menschen auf den Erlöser blicken, betonte Weihbischof Anton Losinger in seiner Predigt im Augsburger Dom. Menschen brauchen gerade in Not, in Ängsten und in Sorgen das Gesicht des Erlösers in ihrer Nähe. Sie brauchen das Kreuz Jesu im Meditationsraum ihres Lebens, weil sie darin mit ihrem Lebenskreuz am besten aufgehoben und geborgen sind. Das ist die Botschaft des Karfreitags, die unser Leben letztlich hell macht. Der liebende Blick des Erlösers, der tröstet und befreit. Der Karsamstag ist der Tag der Grabesruhe. Papst Benedikt XVI. Nannte ihn auch den Tag der Verborgenheit Gottes. Ein Moment, in dem aber schon langsam Hoffnung aufscheint. Der Karsamstag hat ein bisschen das Risiko, dass er ein Zwischentag ist. Er leidet natürlich in Anführungszeichen darunter, dass es ein stiller Tag ist, aber genau das ist ja, die Grabesruhe ist eigentlich eine Vorbereitungszeit auf die Auferstehung. Es ist nicht die Endstation, die Grabesruhe ist nicht der innere Frieden, den ich habe, sondern ich erhoffe mir den inneren Frieden von der Auferstehung und dem ewigen Leben. In manchen Kirchen, wie hier im Augsburger Dom, werden für den Karsamstag heilige Gräber aufgebaut und die Gläubigen haben die Möglichkeit, nochmal das Ostergeschehen auf sich wirken zu lassen. Im Wissen, dass dieses Grab am Sonntagmorgen leer sein wird. Erst im vergangenen September hatte Bischof Bertram Mayer die Krisamesse gefeiert. Es war ein Nachholtermin, da die Krisamesse in der Karwoche 2020 coronabedingt ausgefallen war. Jetzt kehrt das Bistum also in gewisser Weise wieder zur Normalität zurück. Natürlich konnten nur wenige Priester in den Dom kommen, um an diesem Tag ihr Weiheversprechen zu erneuern. Bischof Bertram Mayer sprach in seiner Predigt unter anderem über das Selbstverständnis von Priestern und ihr Verhältnis zu den Gläubigen. Wieder waren Priester aus dem ganzen Bistum in den Augsburger Dom gekommen. Zum zweiten Mal feierten sie die Krisammesse unter Corona-Bedingungen und erneuerten ihr Weiheversprechen. Seid ihr bereit, das Priesteramt als zuverlässige Mitarbeiter des Bischofs auszuüben und so unter der Führung des Heiligen Geistes die Gemeinde des Herrn umsichtig zu leiten? Und zum zweiten Mal nutzte der Bischof diese Messe, um eine richtungsweisende Predigt zu halten. Es schien beinahe wie eine Fortsetzung der letzten Krisamesse. Es ging auch diesmal wieder um die Seelsorge der Zukunft. Das überhöhte Selbstverständnis mancher Priester sei mit eine Ursache der Missbrauchsfälle. Missbrauch in verschiedenen Formen zeigt auch Missbrauch von Machtverhältnissen zwischen Klerikern und den ihnen anvertrauten Menschen. Interessant ist, dass Priester teilweise nach Jahren des Dienstes erst schuldig werden. Das Durchschnittsalter sind 39 Jahre. Sie konnten sich oft des Schweigens von Verantwortlichen und der Menschen in den Gemeinden sicher sein. Das liegt auch an der Überhöhung des priesterlichen Selbstverständnisses, das lange Zeit mitgetragen oder gar gefördert wurde.
Die geweihten Priester stünden im Dienst des Gottesvolkes, so der Bischof weiter. Man werde Priester oder Diakon nicht für sich selbst, sondern immer für andere. Bischof Meyers klare Worte kamen bei den anwesenden Priestern an. Hier geht ein Bischof mutig voran, redet Klartext. Ja, wir müssen mehr zusammenhalten. Und wir müssen auch mit den Menschen wieder, die wir haben in unserem Verein, mit denen müssen wir, glaube ich, auch zusammenhalten. Es ist sehr wichtig für uns, auch als Priester zu hören und auch das auch zu verwirklichen, dass wir uns als Diener empfinden. Und es ist auch theologisch absolut fundamental. Und das nehme ich auch mit, dass das auch Standard auch für unser Handeln in der Zukunft sein wird. Das ist ja was, was wir jetzt in den letzten Monaten so erfahren haben, dass Vereinzelung da ist und Isolation. Und das hat mich irgendwie richtig betroffen. Und dann umso schöner eigentlich die Worte unseres Bischofs Bertram, der so betont hat, dass eigentlich es immer um Beziehung geht, dass wir in Beziehungen hineingestellt sind, als Priester, aber als Menschen überhaupt. In der Krisamesse werden die heiligen Öle, die bei Taufen, Firmungen, Weihen und Krankensalbungen verwendet werden, geweiht. Aber auch das ist für die Seelsorge wichtig. Gerade in Corona-Zeiten sind diese Öle ein Zeichen dafür, so hatte es der Bischof am Anfang der Messe betont, dass der Strom der Gnade nie versiegt. Bischof Bertram Meyer hat seinen Priestern am heutigen Tag viele Ansätze zum Nachdenken geliefert. Er betonte auch noch einmal seine Prioritäten für die Seelsorge, so wie er es schon bei der Krisamesse im vergangenen September getan hatte. Die Zeit kommt vor dem Raum, das Sakrament folgt dem Wort Gottes und die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee. Der Bischof geht seinen Weg weiter. Seine Aufbruchstimmung strahlte an diesem Tag von der Krisamesse in das ganze Bistum. Langweilig wird es mit diesem Bischof nicht. Wir machen jetzt weiter mit den Kurznachrichten der Woche und da beginnen wir mit einer Personalentscheidung. Am Ende der Krisamesse vergangenen Mittwoch hat Bischof Bertram Meyer 2 Personalentscheidungen bekannt gegeben. Er wolle damit für die Zukunft der Diözese die Weichen neu stellen. Domdekan Monsignore Wolfgang Hacker wird neuer Generalvikar. Zum 1. Juli wird der 59-Jährige den bisherigen Amtsinhaber Domkapitular Monsignore Harald Heinrich ablösen, der dieses Amt 9 Jahre innehatte. Zunächst mal muss ich ganz klar, und das habe ich auch getan, Monsignore Heinrich, ein ganz dickes Vergelt's Gott sagen. Wir sind schon in unterschiedlichen Rollen jahrelang gemeinsam unterwegs. Und jetzt ist es eben an der Zeit, ich bin drin in meinem Amt, dass ich mir als rechte Hand einen neuen Generalvikar gesucht habe. Mein ganz großer Wunsch ist, dass wir in unserem Bistum uns die Gemeinschaft und die Einheit mit dem Bischof, dass wir das stärken. Und letztendlich geht es ja auch darum, dass wir in Jesus Christus ein geeintes Gottesvolk sind. Und das möchte ich mit allen Kräften fördern. Außerdem wurde der Hauptabteilungsleiter Zentrale Dienste, Rainer Sroka, zum Ordinariatskanzler ernannt, einer neu geschaffenen Funktion. Damit wird der Jurist ab 1. April unter anderem zuständig sein für die Ausfertigung und Herausgabe der Akten der Diözese. Sroka bleibt zudem Leiter des ständigen Arbeitsstabes zur Behandlung von Missbrauchsfällen. Im ganzen Bistum finden am Ostermontag wieder zahlreiche Emmausgänge statt. Termine finden Sie über die Homepage des katholischen Landvolks oder auch über die jeweiligen Pfarreien. So bietet die Pfarrei St. Michael in Krumbach zum Beispiel einen Emmausgang für Familien an, bei dem 2 Stationen vorgesehen sind. Um 11 Uhr wird ein Segnungsgottesdienst am Schulzentrum gefeiert. Der Emmausgang geht zurück auf 2 Jünger, die nach dem Tod Jesu von Jerusalem nach Emmaus gingen. Auf diesem Weg begegneten sie dem auferstandenen Jesus. So wurde der Emmausgang ein Symbol dafür, wie sich Mutlosigkeit und Trauer in Erkenntnis und Hoffnung wandeln. Ein Pontifikalamt mit Weihbischof Florian Wörner hat symbolisch die 4-jährigen Renovierungsarbeiten in der Oberstdorfer Stapferkirche St. Johannes Baptist beendet. Dabei segnete der Weihbischof auch die Marienstatue, bekannt als die schöne Oberstdorferin. Sie hat einen neuen Platz im Altarraum gefunden und steht jetzt auf einer neu gestalteten Eichensäule. Oberstdorf hat jetzt auch eine Mariensäule, genauso wie München oder Augsburg, bemerkte Florian Wörner dazu. Insgesamt hatte die Renovierung der Kirche rund 1,9 Millionen Euro gekostet, wovon das Bistum 700.000 Euro übernommen hat. Der Rest wurde vom Markt Oberstdorf und vielen Spendern getragen. Das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht es in wenigen Augenblicken unter anderem weiter mit einem Bericht über den Kalvarienberg in Sonthofen und dem neuen Osterbrunnen in Ettringen. Hier kam der Osterhase selbst vorbei.
Optimieren Sie Ihre Auffindbarkeit bei Google für relevante Keywords. Erhalten Sie wichtige Entscheidungshilfen. Suchmaschinenanalyse. Wir zeigen Ihnen wie. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Leiten Sie gezielt Interessenten auf Ihre Website und steigern Sie das Kundeninteresse, die Aufrufe und Ihre Online-Verkäufe mit Google Ads. Wir zeigen Ihnen wie. Versammlung, Diskussionsrunde, Trauerfeier, Präsentation, Schulung oder Studioaufzeichnung. Wir sind Ihr Partner für Streaming und Aufzeichnungen. Interessiert? Melden Sie sich unter streaming@allgäu-tv.de. Osterkerzen werden Jahr für Jahr neu gestaltet. Eine Kunst für sich. Das haben wir auch erlebt, als wir in Wertingen Andreas Reimann beim Anfertigen einer Osterkerze über die Schulter geschaut haben. Der Pfarrhelfer hat ein Händchen fürs filigrane Basteln. Kein Wunder, er ist ausgebildeter Konditor. Noch viel mehr hat er aber auch den wahren Sinn der Osterkerze im Blick. Es ist ein schöner Vormittag in Wertingen. Andreas Reimann ist auf dem Weg ins Pfarrheim, um noch eine weitere Osterkerze anzufertigen. Der 29-Jährige hat darin große Erfahrung, weiß genau, was er dazu braucht, was er tun muss und vor allem auch, warum er es tut. Ich transportiere mit einer Osterkerze auch eine Botschaft. Jesus ist das Licht der Welt, steht in der Heiligen Schrift. Das wird ganz eindrücklich in der Osternacht, wenn die einzelne Osterkerze, die große Osterkerze, in die dunkle Kirche getragen wird und dann viele kleine Kerzen anzündet. Und so ist es für mich dann einfach auch, dass ich sage, ich zünde jetzt die Osterkerze an, die ich gestaltet habe, mit der Botschaft, die für mich in diesem Jahr wichtig ist, dass ich einfach sage, ja, auch Jesus kommt als Licht zu mir. Andreas Reimann hat für seine nächste Osterkerze alles vorbereitet und dann kann es auch gleich losgehen. Am Anfang malt er eine Sonne auf die Kerze, dazu benutzt er Flüssigwachs. Seine Materialien bekommt er in normalen Bastelgeschäften. Er achtet natürlich auch bei der Kerze auf eine gewisse Qualität. Discounterware kommt ihm nicht unter die Finger, denn es geht ihm nicht ums Basteln, es geht ihm um die Vorbereitung auf das Osterfest. Für mich ist es einfach so wichtig, dass ich dann einfach mich rausnehme aus dem Alltag und das Stück einfach mal hinsetze und die Osterkerze gestalte. Mir überlege, was nehme ich für ein Motiv, was wähle ich, spricht mich an, vielleicht nochmal Motive anschauen und dann einfach daraus meins entwickeln. Das ist auf jeden Fall die Vorbereitung auf Ostern für mich. Die einzelnen Wachsstücke halten an der Kerze allein durch die Wärme der Finger. Einen weiteren Klebstoff braucht Andreas Reimann nicht. Jedes Jahr denkt er ganz neu über ein Motiv für seine Osterkerzen nach. Er will etwas gestalten, was ihn im Innersten bewegt. Und so hat er auch jetzt sein Bild gefunden. Für mich ist Scheuer einfach ganz zentral. Das hat vielleicht auch ein bisschen eine persönliche Bedeutung. Das Weizenkorn, das Gleichnis vom Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, damit es reiche Frucht bringen kann. Das ist für mich heuer so ein Bild, was mich ja, seit ein paar Wochen begleitet. Und deswegen habe ich mich heuer für das Weizenkorn entschieden. Für das aufblühende Leben auch ein Stück. Hier geht es also um den Sinn, den jeder Christ im Osterfest finden kann. Diesen Sinn transportiert Andreas Reimann auf die Kerze, indem er sie mit einer Symbolik ausstattet, die seinen Gedanken, seinem Glauben und seinen Gefühlen entspringt. Damit wird diese einfache weiße Kerze zu einem wertvollen Geschenk. Die leuchten eigentlich vorwiegend in meiner Familie, bei meinen Großeltern, an den Gräbern meiner Familienangehörigen. Das ist für mich eine ganz wichtige Tradition, dass ich an die Gräber meiner Familienangehörigen jedes Jahr auch die gleiche Osterkerze hinstelle, die dann bei mir zu Hause am Wohnzimmertisch, am Küchentisch brennt und auch seit dem pastoralen Dienst bin, auch an meinem Arbeitsplatz im Büro. Weil ich einfach sage, ich möchte transportieren, die Menschen, die zu mir ins Büro kommen, wir feiern Ostern nicht nur im Gottesdienst, sondern wir feiern Ostern als Christen immer und überall. Es ist nur eine kleine Kerze, eine von vielen. Und wenn wir die Botschaft hören wollen, dann kann sie uns ganz viel sagen. Das lateinische Wort Calvarie bedeutet wie das griechische Wort Golgatha Schädelstätte und bezieht sich auf den Hinrichtungsort Christi vor den Toren Jerusalems.
In katholischen Landstrichen, besonders in der Nähe von Wallfahrtsorten hier in Süddeutschland, wurden früher Kalvarienberge geschaffen, indem man den Weg auf einen Hügel mit 7 oder mit 14 Darstellungen der Kreuzigung Christi ausstattete. Einer von ihnen entstand auf dem sogenannten Schönen Bichel, fast mitten in Sonthofen. Gerhard Karl von der Männerseelsorge des Bistums wohnt dort in der Nähe und geht gerade in der Karwoche sehr gerne auf diesen Kalvarienberg. Jetzt vom alten Rathaus bist du in, je nach Geschwindigkeit, aber von 5 bis 7 Minuten, bist du hier in der Stille, in der Natur. Ich würde sagen, der ist in einem Dornröschenschlaf, dieser Kreuzweg. Ich finde es immer so spannend für mich, diese Bilder anzuschauen. Und so meditiere ich diesen Kreuzweg auch und denke darüber nach oder spüre nach, was hat es mit mir zu tun, wo habe ich Leid, wo haben in meiner Familie Menschen Leid, wo kenne ich Menschen in anderen Erdteilen, die Kreuze tragen müssen, die an Trockenheit, an Wetterstürmen, an Armut, an Unterdrückung, an politischer Verfolgung leiden müssen, die kann ich dann da mitnehmen. Und das sehe ich dann bei jeder Station, kommen mir je nachdem unterschiedliche Gedanken. Und manche Stationen sind mir, finde ich, einfach ganz klasse. Die dritte Station, da ist es so, Jesus nimmt das Kreuz auf sich und im Hintergrund ist genau an dem Kreuz, sieht man, da wächst ein grüner Baum. Ein kräftiger, schöner, gerade stehender grüner Baum. Und zeigt einfach, dieses Kreuz, das Jesus jetzt auf sich nimmt, ist nicht das Ende, sondern es gibt den Baum des Lebens. Da gibt es noch Wachstum, Prosperität. Und das ist so ein, das spitzelt schon diese Auferstehung oder dieses Weiterleben nach diesem Tod, nach diesem Leid auf. Und das ist einfach schön zu sehen an so einem Kreuzweg. Ja, da gibt es das Kreuz, aber es gibt auch noch was anderes. Dieser Kalvarienberg hatte schon zur Zeit der Kelten eine Bedeutung. Scheinbar war es dort auch ein kultischer Ort. Ja, und später, nach der Pest, nach dem Dreißigjährigen Krieg, haben die Bürger der Stadt, die überlebt haben, aus Dank, dass sie überlebt haben, eine Pestkapelle gebaut aus Holz. Interessant ist bei dieser Geschichte der Kalvarienbergkapelle, 1918 war der Erste Weltkrieg zu Ende, 1924 hat die Kirchenstiftung die Kapelle von der Baulast her übergeben an die Stadt Sonthofen, an die heutige Stadt Sonthofen. Und ja, seitdem ist es eben Aufgabe der Kommune, sich um den Erhalt und die Ausgestaltung dieser Kapelle zu kümmern. Ja, und dann ist es so, dass es immer wieder Leute gibt, die sehr beherzt und engagiert sich für bestimmte Sachen einsetzen. Und da denke ich eben an die Frau Hedwig Reitschuster. Sie war sehr herzlich, sehr freundlich, eine sehr fromme Frau mit ihren eigenen Ansichten und äußerst beharrlich. Und mit dieser Vehemenz, wie ich sie erlebt habe, und auch Liebenswürdigkeit, ist sie, denke ich, mir auch, so denke ich, zu den Geschäftsleuten gegangen. Und hat da einfach um Geld geworben, hat auch Geld eingesammelt, Spenden gesammelt bei den vielen Wallfahrten, die sie auch organisiert hat. Ja, und so hat sie auch den Vorvorgänger des heutigen Bürgermeisters so lange bearbeitet, dass er ihr diesen städtischen Grund zur Verfügung stellt, damit sie die Kreuzwegstationen aufbauen lassen kann. Das hat sie ja sehr gut geschafft. Und sie hat das Geld gehabt und hat 2 Fresken malen lassen. Und das eine ist, das sieht man wichtige Szenen aus dem Leben der Gottesmutter Maria. Und da kann man richtig im Kirchenjahr die Feste so nachzählen, was ist. Und dann hat sie noch ein Fresko malen lassen, wo ihre Lieblingsheiligen drauf sind. Ja, und dann schaue ich an das Deckengemälde und von Robert Schraudolf, ein bekannter alter Sonthofer Maler, auch schon verstorben. Und da ist es so, da geht es ja um einen gefallenen Soldaten.
Und Jesus steigt vom Kreuz herab und legt seinen Arm um die Schulter dieses gefallenen oder sterbenden Soldaten. Und es berührt mich immer so, dass Jesus in diesem Bild, dass Jesus sich so um diesen gefallenen Mann kümmert. Und dann denke ich mir immer, ach, ist das schön, dass Jesus sich so oder dass Gott sich so um uns Menschen kümmert und uns abholt in unserem Leid und uns auch da herausziehen möchte. Aber dieser Kalvarienberg hat auch noch andere interessante Sachen. Es ist jetzt ein Labyrinth angelegt worden, ein Steinlabyrinth zum Jahr der Berge im Jahr 2002. Und auch das ist, würde ich sagen, auch ein spiritueller Ort neuen Grades geworden. Alle, die da vorbeigehen, die sehen den Kreuzweg wahrscheinlich nicht und schauen auch nicht rein. Aber was sie sehen, ist dieser auferstandene Jesus. Und das, glaube ich, wenn man dann da hinschaut, sieht man diesen auferstandenen Jesus, dieses Hoffnungsbild. Ich weiß nicht, wie es beachtet wird. Sehen tut man es. Ich glaube immer, dass solche Orte, solche Kapellen, solche Bilder einfach eine Wirkung haben auf uns Menschen, auch wenn wir sie jetzt so nicht ganz bewusst wahrnehmen. Aber sie tun gut. So wie dieser Ort einfach gut tut. Und ein Ort sein möchte, der die Seele, der mich selber heilt. Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Corona-Trübsinn, genug davon. In Ettringen im Unterallgäu haben viele kleine und ein paar große fleißige Hände Feste mit angepackt, um das Dorfleben ein bisschen bunter und schöner zu machen. Und so ist der erste Ettringer Osterbrunnen entstanden. Ganz nah hinschauen lohnt sich. Nur so kann man in den Streben der Krone auch die vielen einzelnen extra hübschen Ostereier entdecken. Dass der Ettringer Dorfbrunnen zu so einem Blickfang werden konnte, dafür waren viele Helfer und Wohltäter im Einsatz. Genau das wollten die Initiatoren, ein Zeichen der Gemeinschaft setzen in dieser schwierigen Zeit. Dann sind wir losmarschiert mit der Gemeinde, sind in Kontakt getreten, die haben uns dann unterstützt. Dann haben wir verschiedene Sponsoren haben wir gefragt. Und dann das Wichtigste war natürlich bei der ganzen Sache, den Osterbrunnen zu gestalten. Und darauf, das war uns wichtig, hat der Kindergarten auch aktiv an dem Brunnen teilgenommen und haben zusammen gebastelt in ihren Gruppen. Und dann sind sie auch alle Gruppen getrennt voneinander dahergelaufen und haben den Osterbrunnen mitgeschmückt. Das Gestell hat die örtliche Bauschlosserei gefertigt. Gebunden wurde er im Bauhof im Schichtbetrieb, Corona-konform, vom Elternbeirat des Kindergartens, unterstützt durch Gartenbauverein und Frauenbund. Und jetzt ist er also da und jeder kann ihn mitten im Dorf bestaunen und selber noch ein paar bunte Eier dranhängen. Es ist immer wieder Tag für Tag, wenn man vorbeigeht, sieht man jung und alt bei einem Spaziergang oder auch die Jungen, wie sie Eier hinhängen, wie wieder was neu gestaltet wird. Zum Beispiel auch der Osterhase, der war als erstes alleine dort gesessen und hat über Nacht morgens auf einmal Zuwachs bekommen mit zwei kleinen Kindern. Und das ganze Dorf hat eine solche Euphorie und wir sind natürlich wahnsinnig stolz, dass wir das so ins Leben gerufen haben und dass das ganze Dorf mitwirkt und den Brunnen so schön gestaltet hat. Die Tradition der Osterbrunnen ist relativ jung. Von der fränkischen Schweiz ausgehend hat sich der Brauch in den letzten Jahrzehnten auch in Süddeutschland verbreitet. Oft zu touristischen Zwecken. Für die Ettringer ist das zweitrangig. Für sie ist der Osterbrunnen ein Zeichen ihrer guten Dorfgemeinschaft. Und für alle anderen ist er ein farbenfrohes Symbol christlicher Osterfreude. Die bunten Eier und das sprudelnde Wasser stehen für neues Leben. Mit diesen bunten österlichen Bildern darf ich mich von Ihnen für heute verabschieden. Schön, dass Sie uns durch diese Ostersendung begleitet haben. Nächste Woche werden wir uns mit der Königin der Instrumente beschäftigen. Es ist das Jahr der Orgel und da möchten wir Ihnen in der nächsten Zeit ein paar wirklich außergewöhnliche Instrumente vorstellen. Also, bis nächsten Sonntag, Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und weiterhin voller Hoffnung. Tschüss.